Und da sind wir. Oh, ich hab ein bisschen fest auf meinen Tisch gehauen, aber whoopsie. Das sind wir wieder bei Europa Universalis 4 mit der Goldenen Horde, mit unseren Invasionsplänen von Novgorod und der Vasalisierung des Limonischen Ordens, die ja erfolgreich vonstatten ging. Oh, ja, auch ein Kriegsangebot. Ah, oh, ist schon weg. Wir haben jetzt eine kleine Koalition gegen uns im hier. Militärzugang aufgekündigt. Ach so, du hast den Militärzugang aufgekündigt. Friedensangebot. David, keine Ahnung, wieso ich euch sehe. Keine Ahnung, wieso die hier drin sind. Huh. Ich könnte mal wieder Feinde, Nachbarn, Einschätzung, Verbündete. Und jetzt habe ich wieder ein paar mehr. Skandinavien ist bestimmt dabei. Die sind ziemlich aufgebracht. Oh, als aggressiven Eroberer. Was daran liegt, dass ich ein einziges kleines Land als vasalisiert habe. Ich meine, come down. Oh, Ming hier unten. Macht sich ziemlich breit. Eurat, wird schon bald meine Macht zu spüren bekommen. Jetzt erstmal wird Poloxk. Nee, erstmal nicht. Erstmal mache ich da ein bisschen Beziehung verbessern. Weil ich das offensichtlich nicht mehr gemacht habe, schon längere Zeit. Können dir nochmal ein bisschen Geld schicken. Litauen ist jetzt auch gegen mich, na super. Das Gute ist, du bist nicht gegen mich, weil du mein Verbündeter warst in der Zeit. Rasan und Smolek. Einen Moment. Steuern, bitte. Dass du Smolensk haben willst, kann ich ja verstehen. Ist eine angrenzende Provinz von dir. Dass du Rasan haben willst, kann ich wiederum nicht verstehen. Der würde sogar noch Briansk oder Tula mehr Sinne geben, aber Rasan, Alter, echt jetzt? Na, was auch immer. Ja, wir verbrennen ein paar Bücher mal wieder, weil das jetzt viel Spaß macht und mir nicht in der Seele wehtut. Geben dir 25 Gold, Dukaten, Entschuldigung, und werden dich annektieren gleich. Wenn es soweit ist, ist ja ich im Auge behalten. Ich warte jetzt erstmal ein bisschen. Das Revoltenrisiko ist echt gering, von daher muss ich mich darum nicht kümmern im Moment. Ist alles gut. Warten wir einfach mal. Venedig ist jetzt eine republikanische Diktatur. Ah, Venedig, du hast dich so gut geschlagen. Es ist wohl vorbei für dich, ne? Kumpel. Weil, du verlierst jetzt deinen ganzen Dings, ne? Deinen ganzen Bonus als Handelsrepublik. Schade, schade. Wie läuft's hier unten? Mit euch könnte ich mich eigentlich verbinden. Eigentlich. Wenn da nicht die Krim wäre. Ja. Wenn ich das Ding ist zu vernichten, das dauert so. Das ist so nervig. Hey, Nationalbank zahlt Dividenden aus. Mehrere geschickte Kredite haben bei unserer Nationalbank zu großartigen Profiten geführt. Aus diesem Grund zahlt die Nationalbank Dividenden aus. Hey, und wir können einen neuen Händler haben. Perfekt. Und Sonderführer plus 1 Nahkampf. Das ist auch super. Als nächstes kriegen wir das hier. Kosten zur Kernprovinzerstellung, die 25%. Und das ist super. Da freue ich mich wirklich schon drauf, weil das ist einfach nur klasse. Mal gucken, wo stationieren wir diesen Händler? Also wir haben hier in Kasan ein Handelsmonopol natürlich. Krim gehört fast komplett uns. Und Astrakhan. Wir haben hier und hier auch einen Händler. Hier dürfte ich eigentlich. Ja, hier habe ich ziemlich viel. Handel abschöpfen, wie viel kriegen wir dadurch? Nicht allzu viel. Und hier haben wir nicht mal. Nicht ansatzweise. Leider. Und Kiew auch nicht. Interessant. Das Würzburg? Würzburg? Wo sind wir hier? Ah, nein, nein. Durch Provinzen? In Kiew? Kiew? Ach so, Kiew. Ah, okay. Gut, ich wollte gerade sagen. So groß ist mein Land noch gar nicht. Ups. Aber hier oben in, hier dürfte ich auf jeden Fall ein bisschen Einfluss haben. Wenn wir mal Handel abschöpfen.
mit unseren Händlern. Ich glaube, das Handelsfenster habe ich nicht einmal geöffnet. Das hier ist mein Haupthandelshafen. Das heißt, hier müsste ich eigentlich, glaube ich, nicht mal... Hier ziehe ich den mal zurück. Da kriege ich nämlich trotzdem Geld. Zwar nicht mehr so viel, aber... Ja doch, ist noch okay. Und werde jetzt mal hier... okay. Die 10 geht hier nach unten. Werde ich mal ein bisschen nach hier oben drücken. Dass wir hier ein bisschen Handel abkriegen. Gucken, wie das läuft. Die 10 Karten gehen hier hin. Vielleicht kann ich die, wie gesagt, nach Astrakhan drücken. Ja, für praktisch. Ja, 2,5 Dukaten gehen jetzt hier hin. Kriegen wir hier wahrscheinlich mehr Geld. So hoffe ich. Und dann machen wir insgesamt mehr Geld durch Handel. Das ist auf jeden Fall der Plan. Keine Ahnung, ob der aufgeht. Ich habe keine Ahnung vom Handelsspiel. Deswegen spiele ich niemals in der Handelsrepublik. Ich verstehe das einfach. Ich bin zu doof dafür. Okay. Chazon wollen wir immer noch nicht erobern. Pollux kann ich immer noch nicht annektieren. Novgorod werde ich jetzt den Krieg erklären. Werde ich den jetzt den Krieg erklären oder warte ich es ein bisschen? Du bist hier protestantische Fanatiker, aber du bist ja katholisch. Novgorod, Haratov Verbündeter, fordert eure Unterstützung in Novgorod, Eroberung von Twer gegen Moskowian. Dies ist ein Angriffskrieg gegen Moskowie, Ungarn, Polen und Pommern. Ich ablehne, erhalten wir 50 Prestige, das ist natürlich falsch. Das ist natürlich super unpraktisch, weil ich will weder 50 Prestige verlieren, noch will ich jetzt mit euch gegen Moskowie kämpfen. Ich werde aber ablehnen. Sollen wir die 50, Dukaten... die 50 Prestige egal sein. Stattdessen will ich die Garantie aufheben. Was habe ich jetzt noch hier? Militärzugang. Ja, den kann ich auch aufkündigen. Sobald Mittelblatt wieder da ist. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Geschwindigkeit unten ist, aber ist klar, weil ich... Oh. Skandinavien? Du bist ja mit Skandinavien verbündet, das habe ich ganz vergessen. Und jetzt tötet hier die Moskauer Tonanwärterrebellen. Verliert sogar fast noch gegen die. Nee, immer nicht. Aber egal. Hey, Moskowie. Das ist ein bisschen Militärzugang von mir, Kumpel. Wir sind ja Freunde. Ihr habt die natürlich jetzt getötet. Aber egal. Zugang aufkündigen. Und dann erklären wir euch den Krieg. Und werden uns hier ein bisschen... Natürlich müsst ihr eure Hauptstadt haben. Das ist natürlich unpraktisch. Ne, du kriegst ja keinen Militärzugang. Du kriegst gleich Militärzugang, wenn ich dir den Krieg erkläre. Meine Verbündeten. Ihr würdet sogar fast mit eintreten. Wenn es nicht allzu weit weg wäre. Alle Provinzen. Ja. Volle Aktion und alle Provinzen. Den Krieg. Oh, bitte was? Entschuldigung, bitte. Bruch der Waffenruhe? Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Waffenruhe mit dir. Ich habe eine Waffenruhe mit Novgorod. Wieso habe ich eine Waffenruhe mit Novgorod? Wieso hat er die Waffenruhe nicht mit mir? Das ist komisch. Aber dann kann ich... Na, das kann ich ja. Dann kann ich nicht den Krieg erklären. Glaube ich. Nee. Kann ich wahrscheinlich nicht mal einen Anspruch drauf fingieren. Ansatzweise. Ich könnte Rebellen unterstützen. Russische Rebellen, denn. Machen wir mal. Er ist eigentlich meine Rivalen im Moment. Bitte? Ach, das ist. Krim, Euro oder Moskau, ja, das ist auch ganz gut so, glaube ich. Keine Ahnung, wieso ich jetzt da einen Waffenschildstand mit ihm habe. Könnte ich natürlich rein theoretisch dir den Krieg erklären, aber will ich das? Ne, eigentlich auch nicht. Im Moment schaffst du es, den Krieg zu gewinnen. Das daran liegt, dass du irgendwie... weil du das Kriegsgefühl kontrollierst. Das Byzantische Reich wurde gegründet. Mein Agent wurde irgendwo entdeckt. In Sarai. Wo ist denn das? Sarai. Ach, wir haben den Agenten entdeckt. Irgendwo macht irgendeiner
den Dings. Oh, wow, what? Verabschiedete Blasphemie-Akt haben verdammt viele gemacht. Keine Ahnung, wieso das passiert ist. Oder wieso das jetzt auf einmal alle können. Blasphemie ist wohl nicht mehr hin. Nehme ich mal an. Na egal. Kümmern wir uns mal kurz hier um die Rebellen. Gehen mir gerade auf die Nerven. Das finde ich jetzt echt doof, dass ich hier ein Waffenschild habe mit denen, aber ich verstehe nicht warum. 5 Jahre, also 4 Jahre jetzt noch. Bis dahin haben die doch bestimmt gegen euch gewonnen. Ich kann euch nicht mal anbieten, mich beizutreten, weil ihr mich hasst. Aber mich hassen beide. Ich könnte natürlich gegen dich in den Krieg ziehen. Und die Gebiete hier wegnehmen. Deine Gebiete. Müsste ich mich nur noch um das hier kümmern, irgendwann mal. Ist ja kein Problem. Aber ich möchte dich eigentlich im Moment nicht weiter schwächen, weil ich möchte nicht, dass noch mehr Gebiete an Novgorod fallen. Wo ich dir dann auch wieder einfacher erobern könnte. Wie machen wir's? Ich sag, wir machen's so, wir greifen Moskowi an. Erobern so viele Gebiete, wie wir können. Versuchen einfach alles zu erobern. So schade das auch ist, überlegen halt demonstrieren. Und hier könnte ich nur die Eroberung davon. Ja. Schade, schade. Wollte ich eigentlich so nicht machen, aber naja. Ja, dir helfen werde ich aber nicht. Novgorod. Hätte ich gewusst, dass ich Novgorod nicht den Krieg erklären kann, dann hätte ich noch gewartet. Ja, wir haben endlich den Kriegsanspruch gegen Chazon. Unser Prestige könnten wir eigentlich mal verbessern. Ja, wollt mir natürlich eine Stabilität, was mir überhaupt nichts bringt. Wohin gehst du? Ab Skau. Ja, mach da keinen Blödsinn, Kumpel. Ich möchte ungern jetzt einfach grundlos deine Armee angreifen. So. Geh nach hier hin. Wir haben auf jeden Fall einen Kampf gewonnen. Geh jetzt nach hier hin. Gehst du hin? Nee, du bleibst mal hier stehen. Und uns hier noch ein für dich. Da ist die moskauische Armee. Skau läuft hier komisch rum. Sau kann ich jetzt nicht annektieren. Keine Ahnung, was die hier alle machen. Ah. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Ich müsste am besten eigentlich erstmal die Armee von Moskau vernichten. Da. Gut, die läuft. Die läuft ja nicht in meine Richtung, oder? Doch, die läuft in meine Richtung, verdammt. Jetzt ziehe ich mal schnellstens nach Pskau. Jetzt zieht euch mal zusammen. Machen wir eins am anderen halt. Wenn das schnell nicht geht, dann müssen wir es halt langsam machen. So. Mittlerweile hat er auch Gewehre. Oh, wir sind im Kampf. Und er gewinnt. Und unser Vasall hilft uns nicht mal. Würde ich auch nicht schnell genug eintreffen. Verdammt, jetzt haben wir. Boah, was hat denn der für einen guten Anführer? 4-3-4. Ja, wenn es sonst noch geht. Kumpel. Ich schiebe erstmal nach hier hin. Wieso kriegen die immer so gute Anführer? Ich kriege nie gute Anführer. Dabei kämpfe ich doch permanent. Ich müsste. Warum habe ich so schlechte Armee-Tradition? Ich kämpfe doch die ganze Zeit. Ich will immer hier Legitimität. Ich hätte eigentlich Stabilität verlieren können, aber naja. Ich will jetzt einen guten Anführer. Der ist gut. Er ist doch mal okay. Der ist, oh, der ist akzeptabel. Keine Ahnung, wie soll uns hier jetzt angreifen, da hätten dann vor. Auch hier einen ziemlich guten. Kampf verlieren wir hier trotzdem. Ja, da verlieren wir deswegen wahrscheinlich. War da ein Anführer hat. Ah, ne, wir haben gewonnen. Ich hab nicht gehört, was ich gesagt habe. Kriegen wir zum Glück Unterstützung. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wer ist denn hier? Polen und Moskau?
Zum Glück hat uns der Levonschorn im letzten Moment unterstützt. Und auch Skau kommt zum Glück hinzu. Zwar nicht mehr rechtzeitig, aber kam hinzu. Jetzt müssen wir hier doch alles alleine machen. Mal wieder. Ich meine, wegen Skandinavien und Novgorod. Keine Ahnung, wo die sich hin verzogen haben. Warum stehen sie? Du gewinnst sogar gegen Novgorod. Interessanterweise. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ja mal dazu sagen. Ziehen wir uns mal hier nach Waldemar. Wladimir. Nach Mouran. Marschiert die Armee offensichtlich. Will ich die da angreifen? Nicht wirklich. Wir sind gerade mal so zahlenmäßig gleich. Da muss ich nicht hier auch noch bekannt werden. Schiebe ich mal nach hier. Aber eigentlich muss ich die Armee vernichten. Aber klar, dass du nach da oben gehst. Marschiert ihr beiden mal nach da oben. Oh! Ach ja, er hat 1000 Mann vernichtet. Und wann kommt er da an? Am 28. März und 30. März. Und wir kommen ja am 31. erst an. Und ich hoffe, die halten die hier lange genug auf. Ja, das sieht eher weniger so aus. Kommen wir am 15. April an. Ob wir das schaffen? Nein. Aber wir können sie dann hier wenigstens mit verringerter Moral antreffen. Wenn wir natürlich eine Null würfeln, zweimal, ist das natürlich klasse. Und unsere Söldnerarmee wird vernichtet, was auch schade ist. Aber naja. Haben die trotzdem vernichtet. Wir werden unsere Armee jetzt mal zusammenwerfen und die weiterhin verfolgen. Was ich extrem nervig finde, dass ich das hier machen muss. Novgorod und Dings hier sind einfach belagern. Novgorod und Skandinavien. Statt mir hier mit der Armee zu helfen. Jetzt sagen wir nicht, dass sie hier auch noch gegen 4000 Mann verliert. Ich meine, komm mal. Komm schon. Das schafft ihr doch bitte. Ich bereue diesen Krieg gegen Moskau wie sehr. Aber er muss ja geschlagen werden. Irgendwann. In Pelim sind jetzt 21.000 Männer, wir haben nur 29.000 Mann. Die ziehen sich aber nach... Lassen wir die mal hier nach hinten gehen. Also dürfen wir dann nicht über den Fluss gehen, wenn wir hier von hier kommen. Rein logisch gesehen. So, er kommt hier an am 19. September und wir kommen hier am 23. an. Dann halten wir sie hier mal ein bisschen länger. Da oben kommen sie am 2. Oktober und wir kommen hier am 27. September an. Perfekt, da dürfen wir sie kriegen. Religiöses Chaos in den Timuriden ist, glaube ich, vorbei. Gucken, ob wir die Schlacht gewinnen. Ja, die Schlacht gewinnen wir. Haus hoch. Perfekt. Verfolgen wir jetzt mal hier. Also zerstören wir mal hier die ganzen kleinen Armeen. Während wir die Hauptarmee verfolgen und hoffentlich komplett vernichten. So, da oben 2000 Mann ausgelöscht. Hier nochmal. Ah, natürlich haben sie es rüber geschafft. Dann gehen wir hier hin. Boah, natürlich schaffen sie es die ganze Zeit weg. 20.000 Skandinavier laufen hier unten rum und machen nichts. Gegen Novgorod verliert ihr jetzt auch. Wissenschaftler brauchen unsere Hilfe, kriegen sie aber nicht. So, gegen die gewinnen wir jetzt zum Glück auch. Hier hoch, holen uns die paar Truppen hier. Ja, wir kommen da schnell genug an, um die kaputt zu machen. Das wird diese kleine Armee. Ah, ich wollte gerade sagen, das wird die nicht komplett kaputt machen. Ärgert mich sehr. Also, die skandinavischen Truppen könnten hier mal irgendwie hilfreich sein und ihren Wert beweisen. Aber naja, ich meine ja nur. Hey, meine Stabilität. Du willst immer noch, dass ich Cherson erobere, aus einem wenig bekannten Grund. Geh du mal nach da. Ich will jetzt die letzte Armee vernichten. Hey, wir haben jetzt ganz schön viele Punkte. Von 16 Schlachten haben wir 16 Punkte, das heißt, jede Schlacht hat uns einen Punkt gebracht. Wow! Naja, wir haben ja auch einige Schlachten verloren. Achso.
Ist das schon ganz okay. Polen, wie wär's, wenn du Frieden machen würdest? Ah, willst du noch nicht. Wer ist noch dabei? Polen, Pommern und Ungarn. Frieden? Noch nicht ganz. Gar nicht. Pommern. Frieden? Auch nicht. Du willst sogar noch weniger. Ja, weil du noch keine Truppen verloren hast. Du hast wahrscheinlich noch gar nicht mitgemischt. Während deine ganzen Verbündeten hier ausgelöscht werden. So, ich brauche noch mehr. Wieso krieg ich ganz viel Geld? Oh, wow. 32 Dukaten. Im Monat, das ist natürlich extrem. Kann mir jemand erklären, wieso? Gold, Vasallen, Handel, Produktion, Steuerung. Oh ja. Ach, weil ich keine Berater habe. Doch, mein Tipp. Ach so, mein nächster Berater ist gestorben, mein Militärberater, der so teuer war. Tja, wir holen uns einfach den hier. Dann haben wir auch wieder kein Geld. Aber das ist okay. Unsere Söldner spalten wir mal ab. Das sind hier immer zwei. Wir können einen Muram. Hey, Muram, sollten wir das nicht auch... Ja, dann erobern wir das doch mal. Wir stehen mal hier rüber. Uns zu holen. Jetzt sind das natürlich wieder 20.000. Verdammt. Hat der Livonische Orden irgendwo Ansprüche? Nein. Schade. Du mal stehen. Novgorod schlägt sich trotzdem ganz schön gut. Leider. Schieben wir hier hin. Erstmal steht ihr hin. Von hier aus könnt ihr ja neu aufteilen. So dass ihr effizienter Sachen lagern könnt. Ihr bleibt hier stehen. Wir führen uns weitere Truppen. Hey, es ist wieder ein Berater gestorben. Juhu. Jetzt habe ich nicht ganz so viel Geld. Achso, es ist wahrscheinlich erst in einem Monat. Ich habe mir trotzdem nur einen Zweier, und zwar den hier. 5% mehr Steuern, das ist doch recht gut. Macht wahrscheinlich sogar seinen Preis weg. Ja, nicht ganz. Aber man darf ja noch träumen. Ich sehe nichts. Ja, es sind aber 2000. Dann schicke ich euch mal hier rüber. Schicke ich hier rüber. Und ihr drei geht mal hier rüber. Ah, ihr belagert hier ganz gut weiter. Ich weiß nicht, wo ihr hingeht. Hier werde ich 1000 jetzt leider verlieren. Ah, obwohl. Weil es Kavallerie ist, haben wir die Schlacht gewonnen. Mal gucken. Ich will zwar ungern mitten im Krieg beenden, aber es ist wieder Zeit. Daher werde ich die Folge hier beenden. Ich bedanke mich wie immer dafür, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Europa Universalis 4. Mit der goldenen Haut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und einen Kommentar, nicht vergessen. Bis nächstes Mal. Tschüss.